Der FIBOR müssen wir als Abschreibungsausgangswert die historischen Anschaffungsausgaben wählen, niemals die Wiederbeschaffungswerte. Wir müssen in der FIBOR immer in die Vergangenheit schauen. So blöd das ist, denn die Abschreibung soll ja bestimmte Teile vom Gewinn reservieren, damit wir in 3, 4 oder 5 Jahren in der Lage sind, die Maschine neu anzuschaffen, und zwar zu den dann gültigen Preisen. Also Abschreibung ist im Grunde zukunftsbezogen, aber als Ausgangswert muss der FIBO-Mensch in die Vergangenheit schauen. Die historischen Anschaffungspreise, die wir fälschlicherweise oft Anschaffungskosten nennen, warum dieser Fehler passiert, haben wir 1000-mal besprochen. In der BIBU sehen wir das anders. In der BIBU, in der wir freiwillig agieren, nehmen wir 12.000 und das sind die Wiederbeschaffungspreise. Wir beobachten den Markt, wir beobachten die Preissteigerung und wir sagen mit einiger Sicherheit, wenn am Ende der Nutzungsdauer die Maschine neu angeschafft werden muss, wird sie 12.000 Euro kosten in Gänsefüßchen. Wir gehen von Wiederbeschaffungspreisen aus. Die Nutzungsdauer sei in beiden Fällen 10 Jahre. Demnach ist die AFA pro Jahr 1000 im FIBU-Fall und im BIBU-Fall 1200. Womit wir 200 Euro Anderskosten haben. Sehen Sie das? 200 Euro ist die Differenz. 1000 Euro sind Zweckaufwand gleich Grundkosten und 200 Euro, das ist, wenn Sie das mit den beiden überlappenden Dreiecken visualisieren, das, was in den Bereich der kalkulatorischen Kosten rüberragt. 1000 stehen in der Mitte, wo die Schnittmenge ist, und 200 ragen rüber zu den kalkulatorischen Kosten. Ja? Das nochmal eine Wiederholung. Also hier der endgültige Beweis. Abschreibungen sind Anderskosten, wenn ich in der Kostenrechnung anders bewerte. Und da habe ich zwei Stellgrößen, einmal den Ausgangswert und die Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer kann ich natürlich in der Kostenrechnung auch anders sehen. Ja? Und dadurch können sich Anderskosten ergeben.